Zum ersten Mal kein Punkt für die Herwil. Mit der 1:3 Heimniederlage gegen Münchenbuchsee hat es zum ersten Mal in dieser Meisterschaft kein Punkt für die Herwil gegeben. In dem für die Rangliste bedeutungslosen Spiel zwischen den beiden Führenden in der Tabelle hat sich Münchenbuchsee immer besser auf den Gegner einschiessen. Das Team aus dem Leimental hat sich nach der Verletzung von der Marina Köhner, einer Schlüsselspielerin, noch nicht ganz gefunden. Schon im Hinspiel haben sich die beiden Teams einen harten Kampf geliefert, wo die Herwil am Ende mit 2:3 für sich hat können entscheiden. Auch diesmal hat es zuerst so ausgesehen, wie wenn sich der Gastgeber Wort durchsetzen. Von Anfang an ist es Herwil gelungen, den Gegner unter Druck zu setzen und das Spiel zu kontrollieren. Nach einem 17:7 Rückstand ist Buchsee zwar noch mal ein bisschen aufgekommen, hat sich aber mit 25:19 müssen geschlagen geben. Im zweiten Durchgang ist der Gast immer besser ins Spiel gekommen, hat sich gut auf Baselbieterinnen einstellen können. Mit mehr Druck am Service haben sie die Herwil zu einigen Fehlern und allgemein durchsichtigerem Spiel gezwungen und haben so ihren starken Block immer besser eingesetzt. Die Bernerinnen haben sich im ersten Satzdrittel eine sichere Führung erspielt und die bis zum Schluss können verwalten. Die Herwil hat den dritten Durchgang wieder etwas stärker angefangen. Die 3:0 Führung ist aber schnell einem 3:6 Rückstand gewichen, nachdem Sabrina Schafflützl mit ihrem wuchtigen Sprungservice einige direkte Punkte können erzielen. Von diesem Weg ist die Begegnung ausgeglichen verlaufen. Beide Mannschaften haben ihre ersten Angriffe meistens durchgebracht und so ist beim 15:15 alles offen gewesen. Die Entscheidung ist dann in den nächsten 5 Bällen passiert, wo alle bei der Herwil auf dem Boden gelandet sind. Auf mehr als 3 Punkte ist die Herwil nicht mehr nachgekommen. Und mit 7-Zähler Differenz ist das Verdikt am Schluss sehr klar gewesen. Auch im vierten Satz war die Herwil nicht konstant genug gewesen, um Münchenbuchsee ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Das Heimteam hat zwar zweimal einen grösseren Rückstand von 7 bzw. 8 Punkten können auf 3 Zähler verkleinern, aber Münchenbuchsee hat sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen. Und für die Herwil hat es keinen Punkt gegeben. Der VBT schließt die Finalrunde auf dem ersten Platz ab. Nach 2 Wochen Pause reisen sie am 2. Februar auf Glarus zum VBC Glaronia. Bevor es dann zu dem Duell mit Zürich Unterland und Adorf kommt, empfangen sie am 9. Februar um 5:30 Uhr Wolle Toggenburg in der 99er Halle.